Willkommen zur der großartigen Devil-Yo-Woche, so hoffen wir es zumindest. Ich schaue mal hier rein, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, überall instabiles Terrain. Da oben in der Wüste, da weiß ich nicht, ob das so ein Anzeigefehler ist. Manchmal muss man ja einfach nur ein bisschen laufen und dann wird erst dann angezeigt, dass du instabiles Terrain erreicht hast. Ich war schon mal früher eine Stunde draußen, für mich ist das Event bisher kacke, weil es regnet draußen. Sehr geringe Wahrscheinlichkeit, laut Wetterbericht, aber es ist eben so, muss sie abbrechen quasi. Ärgert mich richtig, weil ich kann ja nur früh spielen. Ich muss nachher gleich zur Arbeit, wie immer, wisst ihr ja mittlerweile. Und deswegen konnte ich kaum rumtesten. Und in der Stunde, die ich spielen konnte, war es so ähnlich wie hier. Ich freue mich über die höheren Spawns, aber ich habe unglaublich viele Yagras besiegt. Da waren hier oben, waren 6 Stück hintereinander. Und ich dachte mir so, geil, wenn das jetzt alles Devil-Yos sind. Und wir wissen ja, die Spawnanzahl bei Devil-Yo bleibt ja, kann von 1 bis 5 die Zahl sein. Und es war einer. Es war ein läppischer Dämonium mit dabei. Und das ist schon so eine Sache, die mich ärgert. Ich bin dann in ein anderes instabiles Terrain gegangen, hab da gar keinen gefunden. Und dann musste ich auch schon abbrechen. Das heißt, in einer Stunde ein Dämonium, obwohl es ja so aussieht, als könnten da schon mehr rumlungern. Das hat mich geärgert, tatsächlich. Dann der Regen noch dazu, also ich bin ein bisschen pisst. Aber so ist es nun mal. Es ist so nun mal, ich kann nur auf Besserung hoffen und ich denke auch nicht, dass da oben ein Devil-Yo sein wird, weil das war vorhin auch nicht so. Ich bin Just for Fun auch dahin gelaufen und da war auch kein Dämonio in der Nähe zu finden. Ne? Das ist auch blöd, weil ich habe gedacht, im Event, da wird so gut wie jedes unterschiedliche Biom mindestens ein Dämonio aufweisen können. Aber dem ist anscheinend nicht so. Also ich merke jetzt erstmal keine große Änderung zu gestern oder vorgestern, weil da war ja hier auch alles instabil. Also ich habe gestern sogar mehr Dämonios gezogen als jetzt im Event. Das finde ich halt witzig. Ich habe schon gestern ein paar legen können und heute in einer Stunde, wo ja mehr kommen sollten, ein. Das ist schon ein bisschen witzig. Das ist ein bisschen witzig und deswegen, naja, ist das Event erstmal für mich echt nicht so geil. Aber ich habe hier die Quests gesehen. Auf Reddit hat schon mal jemand gepostet, dass das weckt schon wieder mehr mein Interesse. 1000, 1000, 1000 Zennies sehen wir. Da bekommst du ein paar Mats. Und dann auf der Stufe 2 und 3 sehen wir nochmal 3000, 3000, 3000. Das sind 9000, hier nochmal ein 5000. Das heißt, knappe 20.000. Und das dürfte sogar mein erster roter Drop sein, den ich aus der Quest bekomme. Ich finde es immer noch krass, dass ich bei Dämonio, ich habe noch immer keinen einzigen roten Drop bekommen von dem. Und dabei kann ich jetzt nicht sagen, ich habe wenig gelegt. Meine Medaille ist ja noch hier oben für jeden einsehbar. 163. Ein paar von euch haben da schon mehr die Sau rausgelassen, aber ich muss den jetzt nicht farmen. Dennoch behaupte ich, ich habe von den Dämonios, lass es die Hälfte. Die Hälfte von denen waren 100 pro Achter. Ich würde sogar sagen mehr. Allein durch die Quests, die ich ja mache, durch die Hauptgeschichte, die habe ich jetzt so 13, 14 Mal erledigt. Ist das schon Achter? Im Feld finde ich ihn auch oft Achter und heute der eine, das war auch ein Achter. Und davon nicht einen einzigen roten und ich breche immer den Kopf. Mein Pfeil und Bogen schafft das, dass ich komplett immer, ich habe immer dieselbe Strategie. Der Kopf ist für mich ein safer Bruch und dass da kein roter drin war, bei 5 Chancen über 80. Ja, das ist also bloß gut, ich gehe bei dem nicht auf eine Waffe, weil sonst würde ich mich richtig ärgern. Weil dann würde ich ja gar nicht weiterkommen, denn dann wäre meine Waffe, wenn ich sie jetzt mir gecraftet hätte, dann wäre die noch nicht mal bei Stufe 8. Das wäre komplett die Hölle. Naja, und damit seid ihr up to date. Also ihr könnt mir gerne berichten, wie es bei euch war. Ich finde, es ist jetzt nicht krass besser als sonst, aber ist wahrscheinlich Pech. Ist einfach Pech. Wetter kommt dazu, auch Pech. So ist es nun mal. Muss damit leben, dann mache ich jetzt früh irgendwas anderes und dann werde ich versuchen, nach der Arbeit nochmal rauszugehen. Ich kann mal gucken auf den Wetterbericht. Wie sieht's denn aus hier? Es war auch richtig kalt draußen. Also 15 Grad ist bei mir noch keine Wohlfühltemperatur. Naja, gut, 20%. Ja. Aber abends sieht's dann besser aus. Ja, hier so ab 20 Uhr könnte ich dann nochmal rausgehen. 17 Grad ist okay. Und gestern war cool. Gestern fand ich sehr nice. Da war ich das erste Mal nämlich Koop unterwegs. Mit meinem Buddy. Er hat wieder Bock bekommen. Und ich habe ordentlich Rote abgesahnt. Das waren 6 Stück. Als Gruppenbelohnung und ey, das macht da richtig Bock.
zu zweit zu zocken ist richtig, richtig geil, gerade jetzt, weil wir haben auch festgestellt, in den Gruppenbelohnungen ist ja viel besserer Loot drin. So oft wie da in Stufe 2, 3, 4 oder 5 oder eben manchmal eben auch der Rote kommt, das ist schon heftig. Das ist richtig heftig und das hat Bock gemacht. Da macht Gruppen-Action Spaß und mein Kumpel hat ja immer noch die Hauptquest nicht weitergespielt. Das heißt, wir hatten schon wieder die doppelten Spawns. Das ist im Koop. Ah, das habe ich ja wieder schön leck. Das ist übrigens auch ein Punkt, da können wir mal drüber sprechen. Weil ich bin nicht der Einzige, der hier Probleme hat mit diesen kleinen störenden Laggies. Da ist die Großteil der Community beim Monster Hunter, was ich mitbekommen habe, auch gerade sich am Beschweren, warum es gerade so nicht flüssig läuft. Zu Recht auch. Also ich komme damit immer noch gut hin. Mit dem einen Trick kurz mal Spiel verlassen, wieder reingehen, ist alles wieder heile heile. Aber manchmal stockt das so beim Kampf. Hatte mein Kumpel auch. Und ja, das ist normal zurzeit. Und hier wäre jetzt hier unten noch eine Gruppenbelohnung und da sehe ich Zennies. Das sind für mich alles Zennies und wer da die Chance hat, es reicht ja, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, dann ist das so lukrativ, dass ich gerne dauerhaft zu zweit zocken würde, aber geht natürlich nicht. Ich bin da eh abends nur immer meistens draußen und kann dann am Wochenende dann maximal zu zweit was machen. Wisst ihr, worauf ich Bock hätte? Ihr kennt doch bei Pokémon Go, da gibt es doch immer so einmal im Jahr dieses Pokémon Go Fest. Bei bestimmten Städten und so. Hier, habt ihr gesehen? Das war gerade ein Stock. Ein Stock im Po. Nein, das war gerade ein stockendes Display. So, na endlich. Ist der Flügel kaputt? Jetzt kann ich mal rangehen hier. Und wie wäre es denn, wenn nicht bei Monster Hunter auch so ein Event kommt? Dass man sich da quasi schön trifft in, was war das? Manchmal hast du ja Berlin. Was ein Pech. Der Leck hat dafür gesorgt, dass er woanders hinspringen wollte. Aber egal. Wir haben es trotzdem meisterlich geschafft, hier den Kampf zu überstehen. Beide Flügel gebrochen. Und ja, das war doch mal geil. Wenn das jetzt bei Monster Hunter auch so wäre. Weil ich meine, Niantic hat doch da auch die Fingerchen im Spiel. Die machen doch 100 pro. Wenn die merken, hey, das läuft ganz gut. Dann werden da auch Events kommen, wo man eventuell in Orten wie Berlin hingehen kann und dann trifft man sich da vor Ort. Da hab ich richtig Bock. So in der größeren Gemeinschaft sehe ich für Monster Hunter zocken in einem Park. Geil. So ein kleines Event. Lass da ruhig ein paar Hüpfbogen aufbauen, wo man auf dem Rathalos reiten kann. Why not? Muss doch machbar sein. Dann schön Fotos schießen für die Ewigkeit als Erinnerung. Da hätte ich schon eher Bock drauf. Ansonsten wäre ich natürlich die Wochen so nehmen, wie sie kommen. Das war mein Ersteindruck zum heutigen Tag. Also underwhelmed bin ich. Aber die Woche hat ja erst begonnen. Von daher denke ich, es wird da noch besser werden. Ich schaue einfach mal, was die Leute sagen, was die so posten. Aber die Belohnungen sind geil. Und allein die Chance auf Dämonium mit mehr Zennies. Apropos mehr Zennies, ich habe in der einen Woche wieder Sachen verkauft. Ich habe mir viel Rüstung hergestellt und bin trotzdem bei 170.000. Das ist echt krass. Seit dem Update hat man eigentlich keine Zenny-Probleme mehr. Und gerade wenn du auf HR-Rang 100 bist und aus den Dailies ja auch schon die 2.000 bekommst. Ja, macht momentan Spaß. Also ich bin sehr motiviert rauszugehen. Das Wetter muss nur mitspielen. Und dann sehe ich mich auch die ganze Woche draußen. Zumal auch dann Feiertag ist. Wir können nochmal gucken. Ich muss nochmal den Wetterbericht rein. Wie sieht es denn jetzt aus? Ja, Mann, 28 Grad. Ich brauche 30 Grad drüber. Dann geht's mir gut. 28 Grad ist noch so ein schönes Rum-Spaziergehwetter. Und sieht gut aus. Die Woche, die sieht gut aus. Gefällt mir. Viel Spaß beim Hunten, sag ich mal. Rini, hauen und tschüss.